Hi! Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Welt 3.1. Parodieren, Gedönse, mit der Welt geht es weiter. Und zwar jetzt. Also mit der dritten Welt. Im letzten Part hatte ja mein Kollege Fabi ohne Facecam den Boss erledigt und ich muss ein bisschen das einstecken. Ist jetzt das Set ungünstig, ich weiß. Aber das hat es gebraucht, sonst hättet ihr nur schlechtes List gehabt. So. Ja, der Boss war ein Krampf, das habt ihr sicherlich im letzten Video gesehen. Man braucht ganz lange Zeit, um diesen Boss hinzubekommen. Aber dann bekommt man irgendwann. Oh Gott, die Dinger sind böse. Gut zu wissen. Die sind böse, bis sie weg sind zumindest. Diese wackelnden Bäume sehen ja auch aus, als ob die irgendwie auf Crack wären oder so. Aber okay, hier haben wir wieder ein Herz. Das ist. Oh. Weil hier sieht alles aus, als ob es aus Crack. Bei Crack wäre. So, bei Crack vor allem. Mein Deutsch ist mir heute mal wieder wirklich perfekt. Aber das Level ist eins der schönsten tatsächlich in dem Game. Was ihr später auch nochmal genauer sehen werdet. Aber es ist zumindest meiner Meinung nach. Ganz klar, eins von meinen persönlichen Favoriten, die nach meiner Meinung nach ganz klar wirklich gut geworden sind. So. Ah, da kann ich drauf laufen, das ist schön, oder rumspringen, out. Aber da kommen natürlich wieder Gegner, die an alles kaputt machen. Könnte ich mir das Karnis holen, das haben sie das getimed, aber das akzeptieren wir mal. Bis jetzt war das Level eigentlich noch. Oh Gott, nicht die Dinger sind wieder. Noch gar nicht schwer. Hier gibt es aber freundlicherweise wieder ein Herz, dass wir jetzt nicht durch dieses komische Dings da wieder vergessen werden. So. Muss man es jetzt oben festdingsen? Oh Gott. Ah! Scheiße. Aber das machen wir jetzt Tunnels der Rüstung, oder wie? It looks like this. Wir müssen hier runter. What the heck, wo geht das jetzt weiter? Die meine ich wieder. Y. Und den verreckt man doch, oder? Gut zu wissen! Sagt mir es dann erst Rest. Wo geht's weiter? Ich bringe hier einfach so. Das geht meiner Meinung nach viel besser und auch. Das ist Drecks viel einfacher, aber. Oh Gott! Aber okay, hehe. Wenn die Mohren es geht nicht einfacher, dann geht's halt wohl wieder statt einfacher. Ach, ich muss da ins Fass rein, ne? Oder? Die ist schon ganz schön gewagt. Was muss ich denn hier machen? Versteh's nicht. Ich werde immer wieder rauskatapultiert und da verreck ist auch. Zumindest jetzt. Also, what the fuck soll ich machen? Moment. Nochmal zurück zu. Der gerade eben besagten Stelle.
lassen wir es nochmal hier reinfallen, nur zu Demonstrationszwecken. Und ich sehe, wir kommen hier rein. Kommen dann wieder zurück. Jetzt rahmen die Mambos so machen. Ah! Jetzt kapiere ich. Ah, man muss hier gar nicht irgendwie. Oh mein Gott. Das wird lustig. Hier müssen wir irgendwie so springen, dass man die gut trifft. Das ist schön und macht auch Spaß. Wenn man es denn kann. Wie ist aber in dem Fall es sogar so mein Erstaunen tu? Okay, das ist eigentlich war überhaupt nicht complicated. Ich habe kein Paar, was hat mein Kollege da bei der Probeaufnahme, weil ursprünglich er das spielen sollte, aber zeitlich kurz ist doch ich das mach. Out. Ich hab mein Kollege, der das letzte Mal so Probleme mit hatte. Keine Ahnung. So. Oh nein, nicht wieder die komischen Dinger. Vielleicht, weil es jetzt ein kleines bisschen komplizierter wird mit den ganzen Fabelwesen hier. Aber sagen wir mal, Alice. Aua. Braucht die nicht mehr. Ich will eigentlich nur auf das Ding drauf springen, um den Luftballon zu holen, aber angesichts. Komm, komm, komm! Ach, scheiß drauf. Aber was ist denn das hier auch für ein Wirrwarr? Zeugs. Dieser B. Laschend. Oh Gott! Belastend viel Zeugs. Sag gut, den Wurf. Ich glaube, man muss da jetzt auch du Scheiße. Nein! Boah, das ist knapp. Aber da das ein ungedecktes Feld ist, das nämlich nicht sehr praktisch. Wird das nicht einfach. Okay, muss ich ganz an den Kopf gehen. Und jetzt da rein. So. Und wird ein Donkey Kong Faustgestell beendet. War eigentlich nicht schwer. War eigentlich nicht sonderbar schwer. So. Okay, stürzen wir uns aber direkt ins nächste Level rein, denn das schaffen wir in dem Part. Zöner. Brr, weiß er auch noch. Sehr schön. Weil 3-2 Barubab Bussi. Boogie, 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 ach Boogie. Das ist ein Bussi. Weil dieses Boogie kann man aus Musik kennen. Also aus Musik. Ich glaube so Boogie-Musik. Ist doch so frühere Tanzmusik. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Aber okay. So, Hoppelhase Hans, der kann's oder auch nicht. Machen wir mal X und yay. Haben so eine Bananenstulpe gefunden. Weil hier kommen immer interessantere, exotischere Früchte. Yay. Die immer interessanter und exotischer werden. So. Dum, dum, buff. Buff. So. Ich komme jetzt hier hin, sehr gut, weil. Drücke ich mal Luft, ist einfach nochmal A zu drücken und dann kann man im Normalfall, wenn man es nicht gerade so eine Kernbehinderung hat wie ich,
gar nicht gut anstellen, das K auch zu bekommen. Außerdem hat, wie gesagt, eine Kernbehinderung, so ist. Dann wird das auch schwer und ist pfeift jetzt einfach drauf und lol. Wie habe ich das jetzt hinbekommen? So. Fliegt lieber auf die Pinguine drauf und macht dieses Blatt. Zack, bumm, buff. Zack, bumm, buff. Und den nehme ich mir jetzt und oh mein Gott. Tschüss, kann man die Dinger weit werfen, wenn man es nur gut genug einstellt, ne? So, ah. Die bringen einen hier scheinbar auch irgendwas. I have no matter what, but I think. Ach, da muss ich irgendwo hoch, ne? Das heißt, ich dachte, man könnte einen vielleicht so hochlinealen, aber offensichtlich geht das nicht. Ich hab keine Ahnung, wieso. Ah! Nee. Ich hab ne Idee. Ich habe eine Theorie, die sogar funktioniert. You won't be burr. Oder auch nicht funktioniert. Weil. Ja. Oder stell ich mich gerade einfach nur so dumm an für diese Scheiße. Ob der echt nicht mal irgendwas wirklich krass skillmäßiges. Ah, aber es lernt gerade dieses Doppelspring-System, was, wow, ganz knapp, gerade erst wichtig ist, ne? Interessant, das ist das jetzt. Outs. Oh mal, ja, ne? Da ist das O. So, ich bin so auf den Typen drauf gesprungen. Aber verrat's keinem. Alwakbar. Ist das keine? Doch, ist es. Oh nein! Ich hab den Typen da gerade überhaupt nicht gesehen. Da rein. Danke. Was? What the fuck, die geht da. Oh. Gut zu wissen. So. Ja, wieder Mitwehrfleck erreicht, aber kein Herz, das ist. Gott! Scheiße, belastet. Was ist das für ein Ochse? Nein! Ich muss jetzt hier vorne anfangen, ist doch von der Mitte. Ja! Gut. Das ist gerade, muss ich vorne anfangen, what the fuck. So, einfach hier ein paar Mal drauf springen und das Ding geht nicht down. Good to know. Ja, okay, oder so. Ich glaube, wir müssen hier lang. Und dann hier lang. Dann hier to dish. Gut. So, die haben wir natürlich. Jetzt haben wir ein Herz. Jetzt, wenn man es nicht braucht, werfen die auf einmal einen die Herzen hinterher mit den Diddy Kong-Dings. Und dann ist ja da an der Blume. Aber immer schön dann, wenn man die Dinger natürlich nicht braucht. So. Ich zitiert immer, wenn auf dir scheiße, der wäre Ballon gewesen, Zeit drauf. Wenn der. Ach du. Oh mein Gott. Man hat einfach nicht lange Zeit für die scheiße. Weil wir haben nicht viel Leben.
Das macht das Ganze nämlich echt dezent belastend. Und nicht vorteilhaft, weil mit so kleinen Dinger hier kann man ja noch ganz gut umkommen, zu Rest kommen. Aber mit so einer riesen Ding, wo man gleich alle Leben verliert, wenn man drauf springt. Das mit unserem Fluss. Ah, wo kommt die her? Eigentlich keinen Sinn machen sollte, aber okay. Da hätte man nur gar nicht mehr warten müssen, bekommt man da immer wieder mal lang. Das ist Tannis, aber halt so gut zu wissen. Gott, komm. Wir haben das Level doch geschafft. Und das sogar relativ gut, ne? Also, haben sie nur einen Booster eingesammelt, irgendeine Puzzleteile. Aber, jetzt hat man gesagt, den Mann score in 100 Boostern und es hat das Level beendet. Beides sind sehr wichtige Aspekte bei der Magitan. So. Und mit Level 3-3 Samba im Sturm, oh Gott, das hört sich das ein Grundtrick an, geht's dann morgen weiter. Mach's gut. Bis dahin. Und ciao.